Ein 21-jähriger, geistig verwirrter, obdachloser Mann hat am Brunnenmarkt in Wien-Otterkring ohne ersichtlichen Grund eine Passantin mit einer Eisenstange erschlagen. Zur Aufarbeitung dieser Geschehnisse wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Und dieses hat das Ereignis unter die Lupe genommen und hat leider ziemlich beunruhigende Versäumnisse festgestellt. Es wurden daher für das Unterbringungsrecht relevante Empfehlungen ausgesprochen. Es wurde zum Beispiel gesagt, dass es die Schaffung klarer Verantwortlichkeit braucht, ohne dass ein Kompetenzvakuum entsteht zwischen den Institutionen und dass es auch dringend Verbesserungen der Informationsflüsse benötigt. Und aufgrund dieser Empfehlungen hat das Justizministerium gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und gemeinsam mit dem Innenministerium das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie mit der Erstellung einer Studie beauftragt, um eine evidenzbasierte Grundlage zu liefern für die Reform dieses Unterbringungsgesetzes. Das IRGS hat auch unter breiter Einbindung von Expertinnen, von ärztlichem Personal, von Richterinnen und Richtern, von der Patientenanwaltschaft einen entsprechenden Bericht erstellt. Und durch all diese Arbeiten, Sonderkommission, Studie, Arbeitsgruppe, haben wir im Justizministerium eine umfangreiche Problemanalyse vorgenommen und aufgrund dieser eine umfassende und umsichtige Reform des Unterbringungsgesetzes erarbeitet. Und damit erreichen wir genau das, was uns auch empfohlen wurde. Strukturelle Verbesserungen, klare Regelungen und eine patientengerechtere Unterbringung, vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Ich möchte hier an dieser Stelle einige wichtige Details dieser Reform darlegen. Im Zuge der Arbeiten an der Reform hat sich gezeigt, dass Missverständnisse unter den Akteuren und Akteurinnen und Informationsverluste zu falschen, gefährlichen und unbefriedigenden Entscheidungen führen können. Es ist daher eines der wesentlichen Ziele der Reform, hier mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Für jede beteiligte Berufsgruppe ist es jetzt gesondert geregelt, natürlich unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung, ist für alle denkbaren Situationen geregelt, wer wem welche Daten zu welchen Zwecken übermitteln darf, übermitteln soll und übermitteln muss. Bisher war es auch so, dass wir immer wieder feststellen mussten, dass Patientinnen manchmal aus psychiatrischen Abteilungen entlassen wurden, obwohl sie nicht wussten, wohin sie sich danach wenden sollen. Und jetzt haben wir auch eine Regelung dafür. Jetzt wird jeder Arzt oder Ärztin im Zuge der Aufhebung der Unterbringung auch sich darum bemühen, eine angemessene soziale und psychiatrische Betreuung zu finden, die für diesen Fall erforderlich ist. Ebenfalls geregelt ist die Aufgabenverteilung. Ich habe es vorhin schon angesprochen, die Aufgabenverteilung, eine klare Aufgabenverteilung war auch nicht gegeben. Und das ist das, was wir jetzt durch eine bessere Strukturierung der einzelnen Bestimmungen auch klarstellen wollen. Welche Aufgaben haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes? Welche Aufgaben haben die einweisenden Ärztinnen und die Fachärztinnen der psychiatrischen Abteilung? Wir haben auch leider den Fall, dass wir zu wenig Ärztinnen hatten, die eine Einweisung veranlassen können. Mit dieser Novelle ändern wir das, erweitern den Kreis der Ärztinnen, die das machen können. Und außerdem befähigen wir auch die Polizei, auf Basis ärztlicher Expertise eine Einweisung vornehmen zu können. Auf diese Weise soll Patientinnen und Patienten unangenehme Wartezeit erspart werden und Eskalationen von Gefahrensituationen sollen vermieden werden. Ein wichtiges Anliegen der Reform, das ich schon noch ausführen möchte, weil es mir auch ein wichtiges Anliegen ist, ist, dass wir das Unterbringungsgesetz mit der UN-Behindertenkonvention in Einklang gebracht haben. In Zukunft sollen wir weniger über die Patienten sprechen, sondern mehr mit den Patientinnen und Patienten. Natürlich muss man in der Psychiatrie am Zwang festhalten, aber wir müssen uns darum bemühen, alles dran zu setzen, tatsächlich in jeder Phase der Unterbringung mit der betroffenen Person zu reden
und eine Willensbildung mit der Person zu erreichen und nicht über ihren Kopf hinweg. Und die Vertreterinnen der Kinder- und Jugendpsychiatrie beklagen seit vielen Jahren, dass das Unterbringungsgesetz zu wenig auf die besonderen Bedürfnisse der untergebrachten Minderjährigen Rücksicht nehme. Dem widmen wir jetzt einen eigenen Abschnitt mit Sonderregelung für Minderjährige und wollen damit auch dieser Kritik Rechnung tragen und damit eben auch die Kinderrechte in den Fokus rücken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte meinen ausdrücklichen Dank auch an dieser Stelle noch einmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Arbeitsgruppen aussprechen. Ihre Kompetenz ist und ihre unterschiedlichen Perspektiven sind in diese Reform eingeflossen und haben diesen Entwurf erst recht möglich gemacht. Und ein ganz besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Justizressorts, allen voran dem Sektionschef Dr. Katrein und den Abteilungsleiter Dr. Barth, die mit ihren Teams intensiv und umsichtig an der vorliegenden Regierungsvorlage gearbeitet haben. Aber lassen Sie mich noch eine Sache hervorheben. Diese wichtige, große und umfassende Reform ist leider die letzte Reform, die der Sektionschef Dr. Georg Katrein erarbeitet hat. Er wird leider mit Ende des Monats in Pension gehen und ich weiß, er schaut jetzt sicherlich zu. Lieber Georg, deine Umsicht, deine grenzenlose Fachkompetenz, dein Engagement und dein Verhandlungsgeschick und auch insbesondere dein Tiroler Schmäh war für uns alle eine unglaubliche Bereicherung. Es war mir eine besondere Ehre und eine besondere Freude, mit dir gemeinsam arbeiten zu dürfen. Ich möchte dir daher im Namen des gesamten Justizministeriums herzlich danken, dass du die letzten Jahrzehnte das Justizministerium und die Justizpolitik geformt hast. Vielen Dank. Nächste Rednerin. Jede Ärztin, jeder Arzt müsse sich dank der Gesetzesnovelle jetzt darum bemühen, nach der Entlassung aus einer psychiatrischen Abteilung für die betroffene Person